Christoph Gavlik, 4-0 heute gegen die Straubing Tigers, gegen einen direkten Mitkonkurrenten heute gewonnen. Sehr souverän. Hinten defensiv alles zugemacht. Die Straubing Tigers heute auch nicht wirklich ins Spiel reingekommen. Was hat heute den Unterschied ausgemacht für euch? Ich glaube, vor allem der Teamerfolg heute. Wir sind hinten gut gestanden, also riesen Respekt am Kleini. Der hat super gehalten und wir haben unser Spiel von Anfang bis Ende durchgezogen und verdient gewonnen. Und Martin Szymański, der uns hier so gerade so ein bisschen ablenken möchte. Ja, wir haben die Handbremse draußen gehabt und auf einmal ging es schon wieder. Muss aber auch sagen, habe ich von der Tribüne heute beobachtet. Schöner Pass vom Gavi, aber auch heute zum ersten Mal seit 17 Spielen. Ja, Martin hat sich gut freigelaufen. Genau, also super Vorlage dann auch zum Tor. Das war natürlich sensationell und auch so ein bisschen, obwohl, sag mal, der Knoten geplatzt. Wie wichtig war denn überhaupt so generell der Sieg? Ja, wie du schon angesprochen hast, sehr wichtig. Vor allem, dass wir den Anschluss nach vorne nicht verlieren und einen gewissen Abstand nach hinten gegen Straubing einhalten. Aber der war auch nicht nur für die Tabelle wichtig, sondern auch für die Köpfe, für die Mannschaft. Wie seid ihr mit welcher Einstellung seid ihr in das Spiel reingegangen? Wart ihr nervös? Weil wir hatten als Fans eigentlich eher ein niedrigeres Ergebnis gerechnet. Also man hat ja gesehen, jetzt die Straubing Tigers nach dem Trainerwechsel, dass die defensiv hinten auch sehr gut stehen. Aber wahrscheinlich ist das in dem Fall dann zulasten des Sturms gewesen, oder? Im Endeffekt, wir haben uns keinen Druck gemacht. Wir haben halt, wie man so schön sagt, den Mittelweg gesucht. Vor allem, wir haben natürlich den Druck gespürt, aber wenn du dir zu viel Druck machst in der Mannschaft, dann geht es komplett nach hinten los und haben, wie gesagt, den Mittelweg zwischen locker und Druck. Ist uns halt gut gelungen und wie gesagt, das war ein guter Mannschaftserfolg, gut ab und vor allem von kleinem Respekt. Jetzt habt ihr euch eine kleine Pause verdient, Deutschland-Cup-Pause. Ihr habt trainingsfrei bis Freitag, richtig? Genau. Was wirst du in der Zeit machen? Ich werde heimfahren zur Familie und freue mich auf Frau und Kind und auch die Eltern, Bruder und einfach mal ein paar Tage entspannen vom Hockey. Dann genieße deine freien Tage und feiert heute Abend den Sieg noch schön. Alles Gute. Dankeschön.